Ja, da sind wir wieder mit Let's Play Diablo 3 Season 4 und wir fangen wie immer an mit einem aufgescheuchten Karo 7. Ich bin Ravenheart und wir machen jetzt weiter da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, wen wundert's, und wir versuchen heute in dieser Folge den nächsten Boss zu legen. Ja, mal gucken, ob das klappt, ne? Das wird klappen. Ich denke auch. Also ich denke, den schaffen wir auf jeden Fall noch. Wir haben ja jetzt gerade auch kurz darüber gequatscht zwischen den Folgen, wie viel wir jetzt am Stück aufnehmen. Das werden wir jetzt sehen. Also wir gucken gleich mal, wie das so passt und wie dann die Lust ist, weil es ist halt jetzt auch schon so langsam ein bisschen spät. Hier ist übrigens ein Schatzgoblin. Den habe ich gesehen, aber ich komme hier gerade nicht durch. Ich halte den gerade hier ganz gut auf. Und da greift auch wieder das, was wir vor 3 Folgen oder so erzählt haben: Wenn man zu viel am Stück aufnimmt, hat man keine Chance, irgendwie auf Kommentare zu antworten oder zu reagieren. Ja, müssen wir gucken, wann wir dann halt nochmal aufnehmen. Ja, ich würde jetzt eher sagen, wir machen das jetzt fertig und dann machen wir erstmal wieder die übliche Pause. Und dann entscheiden wir, ob wir noch weitermachen, und wenn nicht, dann nicht. Ja, wir haben es auch beim ersten Mal übertrieben, muss man einfach sagen. Genau. Du hast den Schatzgoblin getötet. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Sackgasse. Dachpappe. Der ist auch geklaut, aber der ist trotzdem gut. Was hat 2 Daumen und Scheiß auf dein Gelaber? Bob Kelso haben die aber. War das nicht auch... Rauchte der Mann einen Hammer? Ja, das war glaube ich sogar in der gleichen Folge von Scrubs, oder? Ja, ich glaube schon. Das waren noch die guten Folgen Scrubs, ey. Richtig gute Sendung. Eine der wenigen Sitcoms, die keine Steadicam verwenden. Boah, jetzt komme ich wieder mit irgendwelchen... Weißt du, was das heißt? Ja. Willst du es erklären für unsere tollen Zuschauer? Ja, Steadicam heißt einfach aus einer festen Position geschossen. Ein gutes Beispiel dafür ist Two and a Half Men. Ja. Oder How I Met Your Mother ist auch so. Die haben zwar mehrere, aber es ist ja normal. Die haben halt feste Kameraposition. Das ist das. Bei Two and a Half Men gibt es, glaube ich, sehr wenig Außenbilder. Da wird alles nur in Räumen geschossen. Ja, Two and a Half Men wird auch, soweit ich weiß, vor Publikum in Amerika aufgenommen. Oh, was ich mit Big Bang Theory auch. Ja, das finde ich sehr seltsam. Big Bang Theory wird vor Publikum aufgenommen. Mein Geist gehört wieder mir. Aber das kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Muss dir mal das amerikanische Original dann reinziehen, mal einfach so eine Folge. Also ich verstehe das zwar super schlecht, weil ich kann den Slang super schlecht verstehen. Ja. Aber du musst dir mal die Folgen reinziehen. Da ist nicht dieses reingeschnittene Gelächter wie im Deutschen. Nee, das ist ein echtes. Das ist das echte Gelächter daraus. Aber die beste vor Publikum aufgenommene Show ist immer noch Hör mal, wer da hämmert. Ja, das ist auch geil. Oh, 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 oh. Das ist eh geil, ey. Ich finde das auch cool, dass die das da gemacht haben, eine Show in einer Show zu machen. Ja. Das ist voll geil. Die Idee alleine ist totaler Schwachsinn, aber das ist eigentlich total cool. Wenn er dann quasi, du siehst ja bei der Show dann auch Publikum, was ja, dann genau da sitzt. Also das heißt, da sitzt Publikum vor Publikum. Das muss total weird sein, ey. Naja, oder das ist das echte Publikum. Keine Ahnung. Das könnte sogar sein. Eigentlich ist es ist eine coole Idee. Es ist halt mal was Neues. Aber da brauchen sie irgendwie mal ein Reboot von. Ja, wobei dann heißt es wieder, das eine ist besser, das andere ist besser. Dann streiten sich wieder die Geister. Du kennst das ja. Wie stehst du eigentlich zu dem zu dem neuen Spider-Man-Reboot? Ja. Nee. Siehst du? Nicht noch eins. Das ist das dritte.
Spider-Man, ja. Spider-Man wird immer jünger. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mhm. Tobey Maguire war noch... Ich glaube, der war der älteste von denen. Ja, muss ja, wenn sie jünger werden. Wäre auch der erste. Und irgendwann, wenn sie Spider-Man nochmal rebooten und nochmal rebooten, müssen sie vor dem Dreh immer die Windeln wechseln. Oder es gibt halt nur Ultraschallaufnahmen. Oh ja. Dann ist er aber noch sehr jung. Nee, aber du kennst dich ja damit ganz gut aus. Also ich solche Themen, da bist du wesentlich mehr Firmen drin und sowas, weil du hast halt viel mehr Filme gesehen als ich. Ja, ja, gesehen, gesammelt. Ja, ja. Ich habe doch bei mir immer abgewägt, ob es sich lohnt für mich. Ich habe halt Streamingdienst und für mich lohnt es sich eigentlich nicht, einen Blu-ray-Player zu holen. Die Investition ist zu groß für den Start. Ja, wenn man nur ein, zwei Filme hat, die man sich auf Blu-ray holen würde. Ja, aber generell dann auch die Investition, weil du musst halt richtig Schotter dann auch erstmal für die Filme hinlegen. Das noch nicht mal. Ich habe viele meiner Filme habe ich einfach gebraucht gekauft. Dann gab es die Filme für 50% des Preises. Wo kriegt man denn gebrauchte Filme? Amazon. Echt? Ja. Da kannst du zum Beispiel, ist auch ein Tipp für alle, die Filme sammeln wollen oder einfach billig Filme haben wollen. Wenn man den Film anklickt, den man haben möchte auf Blu-ray, da gibt es darunter immer die Möglichkeit, auf den Reiter zu klicken, gebraucht. Da muss man sich nur ein bisschen mit auseinandersetzen, weil die meisten gebrauchten Filme haben pro Film 3 Euro Versandkosten, weil es halt von anderen Händlern ist. Mhm. Aber wenn der Gesamtpreis immer noch günstiger ist als der Standardpreis, würde ich den gebraucht kaufen. Ja, das muss man halt dann abwägen. Ne? Aber ich wusste nicht, dass das geht. Ich habe zum Beispiel den Film Jumper, habe ich für 1,50 Euro gekauft mit 3 Euro Versand. Das lohnt sich eigentlich fast gar nicht, ne? Nicht für den Händler, aber für mich schon. Oh ja. Das hier habe ich mich gefreut. Ich nicht. Danke. Geh. Bilder. Beine sind zwar schön, aber nicht 6 Stück davon. Ja, vor allen Dingen hat sie ja 6, was ja irgendwie, die ist ein Käfer, ne? 6 ja, Beine ist ein Käfer. Noch nicht mal eine Spinne. Ja, echt, ey. Voll lächerlich. Keine Arachnoid, sondern im Endeffekt ist es nur ein Marienkäfer hier vor uns. Ich fürchte, ich muss euch wohl doch ernst nehmen. Jetzt esse ich euch. Will uns essen, ja. Das sagt die mir, wo ich gerade Hunger habe. Na gut, ich habe aber doch immer Hunger. Du kennst das doch, du weißt das doch noch aus unseren alten WoW-Raids. Da war ich doch immer am Essen. Oh Gott, ja. Permanent. Kam dann immer, ist Caro schon wieder da? Knusper, Knusper. Ah, okay, er ist wieder da. der kommt zurück, ne? Und du hörst, wie ich einen Keks futter. Okay, wir wissen, wer da ist. Alles klar. Und im Teamspeak brauchst du auch gar nichts sagen. Einfach nur in Chips-Tüte reingreifen. Ich war aber auch echt gemein. Also damals war mein Schreibtisch ja auch wesentlich kleiner und da waren wirklich nur 2 so Gänge für die Hände zur Tastatur. Und alles andere stand voll mit Essen und Trinken und irgendeinem Krimskrams. Es war ja auch noch die Zeit, wo wir selber unsere Rechner gemoddet haben, weißt du noch? Ja. Und wo mein Rechner, wenn ich bei dir zum Zocken war, meinen Rechner immer an eine ganz spezielle Stelle im Zimmer platzieren musste, damit er noch funktioniert. Ja, du musstest, wie war das? Du musstest erst Feng Shui mit deinem Rechner betreiben. Und den richtigen Punkt im Raum finden. Ja, das war meistens irgendwie immer so die linke Wand. Ja, das war total bescheuert. Aber es hat funktioniert.
Wir haben gut gezockt. Ich finde es schade immer noch, dass die LAN-Zeit vorbei ist. Oh, ich sehe gerade, wir töten gleich schon den Endboss von Akt 3. Tatsache. Das ist... Das dann ist der Akt sehr kurz. Für Akt... Okay, wir haben auch in der ersten Session Akt 1 und 2 an einem Stück aufgenommen. Das waren... Wie viele Folgen? 18? 15. 15, genau. 15 Folgen. Und jetzt sind wir gerade mal bei Folge 5. Ja, ich glaube 20. Also das ist jetzt Folge 20. Das müsste Folge 20 sein. War das nicht so, dass sich Akt 4 dann irgendwie nochmal extrem zieht? Oder so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe so lange die Story nicht mehr gespielt. Könnte sein. Also ich habe auch seit... Ich glaube, 3 Seasons oder so keine Story mehr gespielt. Also wenn ich mal ins Questlog guck. Ja, das ist eine Sünde. Töte Asmodan. Ich glaube, das ist das echt, ne? Oder kam da noch irgendwas? Nee, nach Asmodan kam doch also, nichts mehr. Also dann machen wir aber jetzt auf jeden Fall, auch wenn die Folge ein bisschen Überlänge hat, machen wir jetzt Asmodan auch fertig. Auf jeden Fall. Sagen. Dann haben wir Rekord, dann haben wir 2 Bosse in einer Folge. Und wieder einen kompletten Akt in einer Session. Ja, ist doch gut. Ich denke, damit kann man das dann auch immer gut abschließen. Ne? Dann haben wir noch 2 Akte vor uns. Na, wobei einer dann etwas länger sein wird, glaube ich, Akt 4. Ich meine, Akt 5 war auch nicht ohne, ne? Ja, aber Akt 4 war halt der letzte End-Content, bevor das Add-on kam. Aber generell, wenn man sich mal die Story anguckt, also da muss ich wirklich immer mal wieder einen Hut vom Hersteller Blizzard ziehen. Weil die Story ist einfach nur mega geil gemacht. Was die eine Energie da reinstecken, das ist der Hammer. Also, das sieht man generell an den drei großen Spielereien. Also zu Overwatch kann ich jetzt nichts sagen, weil es ist ja eine neue Reihe. Aber den drei großen, Warcraft, Starcraft und Diablo, die Story, die da drumherum bauen, die ist immer total ausgeschmückt, richtig episch, genial gemacht. Ja, und für Starcraft 2 kommt ja demnächst noch ein Add-on. Ja, wobei das soll ja Standalone sein, irgendwie sowas, ne? Na, bin ich mir gar nicht so sicher. Wir werden sehen. Da Legacy of the Void, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Oh ja, Protoss. Ja. StarCraft 2 gesuchtet. Protoss Story. Also ich habe die Story selber in StarCraft 2 noch nicht durchgespielt, zu meiner Schande. Aber das Spiel an sich ist so geil. Also wer RTS mag, schneller geht's nicht. Närrischer Nephalem, wenn der Seelenstein in meinem Fleisch eingebettet ist, dann werden die 7 in vereinigt sein. Ich werde die Summe aller Höllen sein. Das oberste Übel. Guten Tag. Ja, na toll. What the? Ups. Ich kann mich nicht an der Leiche wiederbeleben? Nein, das ist ein Bosskampf. Sterben ist blöd beim Bosskampf. Mein elendes Leben endet hier. Tja, machst du nix. Auf ein neues. Gut, der Kugel müssen wir ausweichen. Ja. Wäre mal ein Plan. So ein bisschen. Ich hoffe, der quatscht jetzt nicht schon wieder. Ich glaub schon. Ha! Ich hab's übersprungen. Ich habe mir die Leertaste gedrückt. Da kommt eine Kugel.
Gut, sie ist kaputt. Da kommt eine Kugel. Die kommt auf dich. Ja, die ist schon kaputt. Da? Vorsicht, nicht in diese komischen Pfützen, die da gerade aufgetaucht sind, rein. Mhm. Wow, das war knapp. Lebe ja, der ist schon was anstrengender. Aber das ist halt auch das auf Qual 1, ne? Ja. Vorsicht. Wow. Ja, der ist schon anspruchsvoller. Mhm. Oh oh. Oh oh. Die kommt zu dir. Jawoll. Himmelsstürmer. Was war das denn? Tötet Asmodan im Koop-Modus. Ja, nice. Er hat sogar eine Legendary Zweihand-Axt gedroppt. Wir haben es geschafft. Schnell, Lea. Fang Asmodans Essenz im Seelenstein ein. Es ist vollbracht. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Ja. Das müssen wir jetzt tun. Genau, aber was mir jetzt auch schon des Öfteren wieder aufgefallen ist, man tötet schlussendlich eigentlich, bevor man Diablo tötet, nur zwei weitere Herrscher der Hölle. Trotzdem ist immer die Rede von allen sieben in diesem Stein. Das heißt, die Story und alles, was mit diesem Stein zu tun hat, kommt noch aus den vorherigen Diablo rein. Guck mal, ich habe jetzt eine fette Axt. Oh, nice. Passt zu dem Schild so ein bisschen. Der Schlechter. Also der Schlechter Schnitzer. Der Schlechter lebt in seinem Schnitzer weiter. Das heißt, ich werde, glaube ich, wiederbelebt durch das Ding. Sicher? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Gucken. Ich habe die Laterne der Gerechtigkeit bekommen. Also quasi Green Lantern für Arme. Also. Mal gucken. Noch so ein bisschen Shit. Noch so ein bisschen Crazy Stuff. Was ist das da? Crazy Schultern? Ui. Ich vernichte auch mal eben mein Inventar. Ja, ich tausche gerade mal eben alles aus, was ich so denke. Das macht Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Na, ich kann kaum was austauschen, weil ich halt nichts mitnehme. Ich habe halt jetzt diverses schon mitgenommen und mein Gott, so viel ist das jetzt auch nicht an Aufwand. Ich habe ein paar Sachen halt mal aus Versehen draufgeklickt und jetzt beim Endboss halt ein bisschen was mitgenommen. Ja. Gut, aber dann... Ich glaube, wir sind fertig, ne? Na, noch nicht ganz. Wir müssen den hier noch antüten, tröten. Ja, dann machen wir das. Und es hat einen Gürtel gegeben, der schlechter ist als unserer. Betrete die Waffenkammer. Cutscene. Geht zum Wachturm. Ja. Adria, wann habt ihr euch entschieden, uns zu verraten? Vor 20 Jahren. Zog mich eine entsetzliche Macht nach Tristram. Aber Aiden, Leoriks ältester Sohn, bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer.
Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Nun endlich ist sein großes Ziel zum Greifen nah. Liebe Lea, Deckard hat es immer vermutet. Dein wahrer Vater war Diablo persönlich. Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß dienen. Ich lebe. Aber ich bin mehr, als ich einst war. Die sieben Übel sind nun eins in mir. Ich bin das oberste Übel. Gut gemacht, meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das sich mir immer entzogen hat. Die vollständige Zerstörung. Der hohen Himmel. Ja, ja, episch. Epischer Plot-Twist. Und damit verabschieden wir uns auch schon aus dieser Folge. Diablo 3 Season 4 Let's Play mit Karo 7 und Ravenheart. Ja, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, ne? Oder nächste Woche ist gut. Demnächst wieder in Akt 4, ne? Genau. Also dann, bis dahin. Tschüss.